Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Mauer zwischen Ost und West steht noch immer, nämlich die des Rentenrechts. Die Beharrungskräfte sind groß und es ist viele Jahre nichts oder nur sehr wenig passiert. Und nun plant diese Bundesregierung, diese letzte Mauer auch noch mit der Pinzette abzutragen. In 7 Schritten. Wir, Bündnis 90 Die Grünen, wollen als Einzige nicht 35 Jahre warten, bis 35 Jahre nach der Wiedervereinigung, sondern sofort und denkbar einfach das Rentenrecht vereinheitlichen. Und es ist ganz leicht. Es tut nicht weh. Anhebung Rentenwert Ost und der Beitragsbemessungsgrenze Ost auf Westniveau. In der Vergangenheit erworbene Rentenansprüche bleiben selbstverständlich unverändert. Und zu einem Stichtag, wo die Rentenwerte angeglichen werden, wird dann natürlich folgerichtig die Höherwertung abgeschafft. Das ist natürlich in Teilen nicht ganz angenehm zu vermitteln, aber wir haben hier auch heute Morgen gehört, dass zur Übernahme von politischer Verantwortung gehört, auch unangenehmere Dinge mitzutragen. Zumindest wären wir dann endlich diese Diskussion los, die immer wieder hingebracht wird, vor allen Dingen von der Fraktion Die Linke, dass es sich bei denjenigen, die östlich der Elbe wohnen, um zu kurz gekommene, um 17 Millionen Verlierer, um quasi Geprellte handelt. Das tut es nämlich ausdrücklich nicht. Und das Gefälle bei den Löhnen, die Schwierigkeiten des Strukturwandels, gerade in den neuen Bundesländern, will doch wirklich niemand in Abrede stellen. Da wären wir die Letzten. Ich sage nur, wir müssen in allen Regionen in Deutschland die Stärken sehen, und die sind im Osten auch reichlich vorhanden. Und wir müssen die Schwierigkeiten für bestimmte Regionen und Gruppen sehen, und da gibt es auch in den neuen Bundesländern einiges zu tun. Das kann nicht alles das Rentenrecht quasi als Tausendsassa regeln. Das geht 26 Jahre nach dem Mauerfall nicht. Und mit Ihrer Strategie, die Höherwertung so lange beizubehalten, bis auch das letzte Nest im Strukturwandel das westdeutsche Lohnniveau oder besser noch das baden-württembergische erreicht hat, das wird dazu führen, dass Sie bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag unterschiedliches Rentenrecht in Ost und West haben. Und so geht das nicht. 1 Euro, der in Wuppertal verdient wird, darf nicht weniger Rente bringen als 1 Euro, der in Meißen, in Gera oder in Rostock verdient wird. Das ist ganz klar. Und wenn ich schon anfange mit Einkommensunterschieden und dann mit unterschiedlichen Rentenwerten, dann könnte ich ja auf der Basis genauso sagen, dass es eine Höherwertung rentenrechtlich für Frauen geben müsste. Denn die haben auch seit Jahrzehnten ärgerlicherweise 23% niedrigeres Lohnniveau. Was mich allerdings wirklich auch ärgert, Frau Schimke, ist die Art und Weise, wie die Bundesregierung jetzt die Renteneinheit nicht nur vollzieht, sondern vor allen Dingen, wie sie sie finanziert. Wir reden von 15,7 Milliarden Euro bis 2024, und es wird ganz überwiegend getragen von den Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern, obwohl es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe war und ist. Und dann brauchen Sie das Wort Generationengerechtigkeit, das Sie ja sonst gerne von diesem Pult in jedem zweiten Satz in den Mund nehmen, nie wieder in den Mund zu nehmen. Und auch Ihr berufsjugendlicher Finanzstaatssekretär Spahn braucht sich da überhaupt nicht mehr aus dem Fenster zu lehnen, wenn man den Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern das überhilft. Sie haben schon mit der Finanzierung der Mütterrente die Rentenkasse belastet und die Rücklagen. Dann hatten wir das Glück, dass die Konjunktur und die Beschäftigungslage so gut war, dass wir immerhin keine völlig leergelaufene Rentenkasse haben, dass wir doch wieder ein bisschen Spielräume haben. Und was machen Sie? Die gerade wieder gewonnenen kleinen Spielräume werden sofort wieder verfrühstückt. Das hat mit nachhaltiger, zukunftsgerechter Politik überhaupt gar nichts zu tun. Und in diesem Sinne finde ich, dass wir endlich diese Dauerschleife von den zu kurz gekommenen in der DDR durch eine einheitliche
Schaffung eines Rentenrechts beenden sollten. Wir sollten sie auf jeden Fall so finanzieren, wie es einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe gebührt, nämlich mit Steuern. Und wir sollten endlich dann befreit davon über die Strukturwandelprobleme in Ostdeutschland reden. Und die Stärken dieser Region, darüber sollten wir auch reden, damit wir die nach vorne bringen. Das muss doch eigentlich unser gemeinsames Ziel sein, anstatt hier solche vernebelnden Debatten zu führen. Danke. Das sagt er richtig. Vielen Dank, Markus Kurt. Ja, es geht was ab hier, lebendige Debatte, aber das ist Parlamentarismus. Nächste Rednerin, Daniela Kolbe für die SPD-Fraktion.